Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Age of Mythology. Hoffentlich klappt es. Zur nächsten Mission. Die probiere ich auch wieder auf schwierig. Nur um dann wahrscheinlich wieder zu merken, dass ich das nicht schaffen werde und wieder auf Mittel zurückgehen werde. Ja, wir werden sehen. Let's go. Bisher ist die Kampagne wirklich bockschwierig, wenn man es versucht, auf schwierig zu spielen. Aber gut, wir werden sehen. Verflucht seien Troja und alle, die in seinen Mauern leben. Sie haben unsere Vorratslager und Zelte verbrannt, sogar fast alle Schiffe. Wir können von Glück sagen, wenn wir noch entkommen. Rückzug? Wir haben gerade eines der Tore zerstört. Wir sollten unseren Angriff verstärken und nicht von Rückzug reden. Darauf werden die Trojaner nicht warten. Sie werden bestimmt jeden Augenblick wieder angreifen. Es sei denn, sie denken, dass wir abgezogen sind. Poseidon ist der Herr der Pferde. In Atlantis opfert ein General sein Ross, wenn er geschlagen ist. Ein Pferd, genau. Ein großes, hölzernes Pferd. Ich verstehe nicht. Soll es kämpfen? Ajax, du Trottel. Das ist bald erledigt und wir brauchen keine neuen Belagerungswaffen zu bauen. Akontos, ich brauche eure Hilfe. Ja, das hier ist ein Zeus-Tempel tatsächlich. Okay, wie war das denn? Sammeln Sie 1000 Holz. Okay, ich muss erstmal die Truppen sammeln. Und ich muss diese Hydras stärker machen. Okay, warte mal. Ja, also Holz schön und gut, aber ich brauche auch erstmal Gold hier. 2 auf Gold, 2 auf Holz und der Rest geht jetzt erstmal auf Nahrung für den Anfang. Boah, wie cool der Tempel, wie rußig jetzt hier der Tempel aussieht. Mann, das sieht so geil aus. Ich liebe das. Die Details und allem. Oh. Wir haben einen Hafen, da sollte ich jetzt auf jeden Fall Fisch rausholen. Etimus. Zusätzliche Nahrungsquelle. Nee. Ja, und ich muss aufmerksam bleiben, was die Truppen angeht. So, wir sammeln Fisch. Bin nicht sicher, ob ich das schnell schaffen werde, 1000 Holz zu kommen. Wir werden sehen. Ach du Scheiße. Schnell zu den Toren! Wir müssen Troja warnen! Die Späher dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Gut gemacht. Wenn wir diese Späher aufhalten, wird Troja uns nicht angreifen. Aber das ist ja auch dämlich eigentlich, weil wenn die Späher verloren gehen, werden die sich ja fragen, wo die abgeblieben sind. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ich brauche mehr Dorfbewohner erstmal. Warte mal. Nee, die sollen effizienter werden, die Fischer. Und durch die Netze sammeln die schneller Fisch und die Arbeitsrate ist an sich sehr stark erhöht. Darauf sollte ich erstmal setzen. So, ihr habt jetzt Nahrung gesammelt. Sammelt mir jetzt Holz und einer noch zusätzlich auf Gold. Wenn ich 1000 Holz habe, muss ich das Ding ja noch bauen, also. Wird alles andere als ein Spaß. Kann Agamemnon eigentlich kämpfen? Der hat einen Angriff, okay. Wäre auch schwer komisch, wenn er es nicht könnte. Tja, diese Angriffe abwehren. Boah, ich hab nicht mal ansatzweise Ressourcen, um Felder zu bauen, ey. Man fängt ja hier wirklich quasi von null an. Aber die da vorne sind zu ungeschützt hier. Die werden da sterben, deshalb ziehe ich die zurück. Ja, genau. Jetzt kommt natürlich von hier ein Angriff. Perfekt.
Alter. Oh mein Gott, wie soll das gehen, ey? Scheiße, jawohl. Ich dachte, es die kommt keiner. Wir dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Ich werde jetzt nicht alles verlieren hier. Das ist eine Reliquie. Komm schon, ein Angriff noch. Wir haben diesen Späher aufgehalten, aber seid auf der Hut, Männer, es werden weitere kommen. Ach so, das waren nur Späher? Ich dachte, das waren schon die Hauptangriffe, Alter. Das waren nur Späher? Bruder, wenn das die Späher waren, will ich nicht wissen, wie die richtigen Angriffe aussehen. Digga, ich... Okay, ja, das wird drauf hinauslaufen, dass ich es auf Mittel stellen muss. Das ist einfach viel zu heftig, ey. Angriffe sind völlig übertrieben. Ich muss erstmal sowas wie eine Wirtschaft aufbauen, ey. Das ist quasi nicht möglich. Mein ganzes Gold haben die schon wieder denied. Geil. Okay, ich muss sehr viel mehr über Nahrung, über Wasser holen. Holy shit, Alter. Ja, Gold habe ich jetzt noch gar nichts mehr hier. Das ist... Achso, der geht ja schon hin, okay. So, die nächste Nahrungsquelle erschließen. Boah, ey. Ein Haus bauen hier. Das ist sau heftig, ey. Nein, die haben mir die Schafe wieder abgenommen, na gut. Ja, okay. Nein, 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 nein. Nein, lass sie doch in Ruhe. Oh, Mann, ey. Alter, ja, Mann, Alter. Es nervt des Todes, wirklich. Wie soll ich denn... Die Späher dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Wie soll ich denn ansatzweise mal nicht mit einer Patrouille Holz zusammensammeln, um auf diese 1000 zu kommen? Das ist doch fast unmöglich einfach. Wie soll das denn gehen? Junge, ist das heftig, ey. Ich will gar nicht wissen, wie das auf Titan ist, Alter. Verbessert die Sichtweite aller Gebäude, na gut. Wenigstens kriege ich jetzt ein bisschen Nahrung über die... die Boote rein. Das ist heftig übertrieben, einfach nur. Trefferpunkte regenerieren sich, wenn sie gegnerische Einheiten angreifen. Ah, die heilen sich quasi, wenn die Gegner angreifen. Das ist natürlich ein cooler Perk. Und es kostet mich kein Holz, die auszubilden. Also sind die gerade die besten Einheiten, die ich mir holen sollte. Das kostet mich aber schon wieder so viel Holz. Ich weiß nicht, ob ich das bereit bin zu investieren, ehrlich gesagt. Na, die Hälfte habe ich jetzt fast zusammen. Okay, komm, ein Boot hole ich noch. Gut, ich sollte die eher hier hinstellen, die Einheiten, weil die kann ich notfalls schnell ins Dorfzentrum lotsen. Da kommt der nächste Angriff. Die Späher dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Ja, dieser Späher wird nicht mit einer Patrouille zurückkehren. Okay, weiter geht's. Da ist noch Fisch, sehr gut. Okay, jetzt haben wir schon fast 800 Holz. Gut, 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 gut. Okay, schnell mehr. Ich darf jetzt auch nicht den Fehler machen, neue Gebäude zu bauen.
Okay, also den ersten Teil dieser Mission kriege ich jetzt ganz gut hin. Der zweite Teil ist, wenn sie das Trojaner-Spieler ihren Standort preisgeben. Okay, wenn das passiert, bin ich sowieso lost. Da habe ich sowieso verloren. So, jetzt muss ich das blöde Pferd nur noch bauen. Ja, wenn die von da kommen, kann ich schnell alle ins Dorfzentrum lotsen. Okay, das wird jetzt eine Weile dauern, glaube ich. Popcap. So, Kavallerie wird schneller ausgebildet. Scheiße. Okay, das sind zum Glück Türme. Die Späher dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Ja, es wird jetzt auch passieren, dass wir angegriffen werden. Okay, scheiße, ich hab's nicht geschafft. Tschüss. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ich kann jetzt nur schnell versuchen, dieses blöde Ding zu bauen. Ja, den... Das habe ich jetzt wohl verloren. Ja gut, das kann ich mir jetzt wohl in die Haare schmieren, die Mission. Kavallerie nur gegen andere Kavallerie effektiv. Ja, dann sollte ich mir auch ein paar holen. Zwei, um genau zu sein. Die werden niemals schnell genug fertig werden. Tja. Ein Speer ist uns entkommen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Einen? Das wird wahrscheinlich jetzt 20 Angriffe geben. Ich hab zum Glück, da hab ich die Hüterin, ey. Nahrung ist zum Glück gesichert einigermaßen. Ich hab's ein Drittel fertig. Tja. Die Frage ist nur, von wo wird der Angriff kommen? Ich speichere mal ganz kurz. Vielleicht kann ich es schaffen, vielleicht kann ich es auf schwer schaffen, aber ich glaube, der Angriff wird so heftig werden, dass ich da keine guten Karten haben werde. Von Norden. Manticore. Etimus. Okay, Gott sei Dank habe ich die Hydren. Ich glaube, ohne die Hydren würde ich das hier nicht schaffen. Okay, sieht gut aus. Das trojanische Pferd ist schon bei 61%. Na, immerhin. Ich muss zwischendurch mal hier so einen Minotauren ausbilden. Der wird da meine offene Verteidigung, meine ich, ganz gut verstärken. Boah, beiß mir einer in den Arsch, wenn ich das schaffen sollte, ey. Die Heilung muss ich mir noch aufheben. Tunlichst. Das ist so ein Tanz auf des Messers Schneide, habe ich das Gefühl. Aber es sieht gut aus. 87% schon, jetzt geht's relativ flott. Okay. Ey, vielleicht kriege ich das wirklich auf schwer hin, ey. Holy moly.
Okay, ich hab's. Okay. Oh, ich hab gewonnen. Bringt das Pferd in Position, schnell. Da sind sogar Vorräte drauf, so klein ist ja süß. Agamemnon, nehmt die Boote und die Männer und segelt außer Sichtweite. Akanthos, Ajax und ich werden in das Pferd klettern. Segelt bei Anbruch der Nacht zurück. Wir werden euch das Tor öffnen. Ihr seid ein trefflicher Ränkeschmied, Odysseus. Ich werde bei Anbruch der Nacht zurück sein. Tja. Ach, das gehört ja noch zur Mission dazu. Haben unsere Soldaten freie Bahn. Das gehört ja noch dazu. Ich gehe kaputt. Okay, jetzt muss ich vorsichtig. Okay, ich speichere jetzt hier ganz kurz. Wartet, bis die Wachen vorbei sind. Wir sollten uns im Augenblick auf keinen Kampf einlassen. Okay. Malista. Bulome. Malista. Ne. Pani. Okay, okay, okay. Ein Koloss. Wir müssen uns an ihm vorbeischleichen. Esto. Pani. Ne. Oh nein! Die könnten wir gut gebrauchen. Ismaket. Malista. Esto. Ispuli. Ja! Ne. Etimo. Bulome. Prosek. Pani. Leje. Malista. Bulome. Ne. Pani. What? Warum haben diese Helepoli keine Munition mehr? Der Feind kontrolliert sie. Haltet sie auf! Poro. Etimus. Prosalis. Ispuli. Ismaket. Diese Armee, die hier stand, die war ja gemein. Agamemnon ist mit seiner Armee zurückgekehrt. Schnell, stürmt durch das Tor und vernichtet die trojanischen Befestigungen. Carlos, Ismaket. Russische. Die Götter haben uns zwei Meteoriten gesandt. Alter, sieht das geil aus. Mann, was machen diese blöden Helepoli, Alter? Oh, Scheiße. So, okay, weiter. Zerstört die Festung. Okay, gut. Okay, läuft gut. Weiter geht's. Erstmal weiter zerstören, mehr zerstören. Nee, nicht zu weit auseinander, Leute.
Ah, ich habe keine Heilung mehr. Einen Meteoriten habe ich noch. Ich zerstöre jetzt einfach erstmal alles. Stellt euch mal da hin. Okay, jetzt zerwämst einfach alles, was ihr hier findet. Okay, jetzt kommen die... Der eine Goldkoloss kommt da jetzt noch. Hier ist auf jeden Fall eine Festung mit einer Armee. Gut, dass ich mir diesen einen Meteoriten dafür noch aufgehoben habe. Damit kann ich es schaffen. Boah, Junge, was für eine Armee hier noch steht. Troja ist gefallen. Lasst uns Helena suchen und sie nach Hause bringen. Holy moly, ey. Was für eine epische Schlacht. Das war cool. Wohin jetzt, Akanthos? Zurück nach Atlantis. Es war eine willkommene Abwechslung von der Piratenjagd, aber ich muss nach Hause zurück. Nun, Piraten hin oder her, ihr müsst eure Schiffe reparieren. Ihr glaubt, wir schaffen es so nicht bis Atlantis? Nein. In Ioklos, ganz in der Nähe, gibt es einen Hafen. Ich segle dorthin. Ich zeige euch den Weg und besorge jemanden, der sich um eure Schiffe kümmert. Okay. Gut. Und er schreitet durch die Wipfel und ist größer als ein Baum. Seine Stimme hallt wie Donner durch die Gärten. Was gibt es, Khemsit? Camus ist zurück, Herr. Er hat den Dreizack verloren. Er sagt, der Atlanta war auf dem Weg nach Troja. Die Belagerung wird bald beendet sein, wenn er den Griechen beisteht. Die Belagerung von Troja ist bereits vorbei. That means the Greek armies will return soon, and the Olympian gods will no longer be distracted by the fighting. Willst du an mir zweifeln, Khemsit? Nein, alles ist genauso eingetroffen, wie ihr vorausgesagt habt. Die Festung, der Tunnel, Troja. Giganten und der Genius, Vielgestalt von Aug und Schwing, ihre Gehorsamkeit, die Himmel durchdring. Schicke nach Camus. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, General. Okay, da gab es einen witzigen Fehler mit der Übersetzung. Aber okay, damit haben wir diese Mission abgeschlossen. Dieses Kapitel abgeschlossen. Sogar auf schwierig. Da bin ich ja ganz froh drum. Da kann ich es weiter versuchen, auf diese Art und Weise. Aber gut, dann sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.